Was sind wir denn hier? Wenn du gegen den Kult kämpfst, bin ich dabei. Okay, Johnny, alles klar. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu... Okay... Zu Far Cry! Zu Far Cry 5 auf der Xbox One X. Und wir haben in der letzten Folge, nachdem wir ja endlich mal John das Handwerk gelegt haben, seinen Bunker ausgenommen haben, den Deputy gerettet haben, haben wir ja ein paar Nebenmissionen gemacht, darunter halt ein kleines Lager befreit und wiederum Kim dazu verholfen, ja, ihr Kind zu gebären. Und was soll ich euch sagen? Wir sind Stiefonkel! Oh, Vogel! Vogel, Vogel, Vogel! Ah, Johnny! Das werde ich nicht schaffen. Doch! Wenn du den schaffst, mit Raketenwerfer zu treffen, bist du gut. Oh, guck mal. Kann ich machen. Die sind erledigt. Jo, der ist erledigt. Du bist der Drecksack, wenn du dich triffst. Los, Johnny, jetzt! Okay, Johnny, du machst mir jetzt langsam ein bisschen Sorgen. Jetzt! Oh, egal. Oh, warte, der lebt noch. Johnny, der lebt noch. Dann bring mir das mal. Los, Johnny. Den kriegst du. Treff den Stier. Beschütz mich. Johnny, da. Rechts ist er. Da lang. Oh, oh. Oh, oh. Die armen Menschen. Oh, oh. Ja, gut. Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Johnny versucht den Stier da hinten, der ist gerade durch den Wald rennt, zu treffen. Wir rennen jetzt erstmal hinterher. Bis nachher, Johnny. Wir sind ja jetzt soweit, wir haben John besiegt, haben den Bunker ausgeräumt, Deputy gerettet. Und in der letzten Folge haben wir ein paar Nebenmissionen gemacht. Darunter zum Beispiel... Ist das Nick? Ah, sieht aus ein bisschen wie Nick aus. Und darunter haben wir auch geschafft, Nick und Kim ein Kind zu gebären. Klingt ein bisschen komisch, wir haben sie auf alle Fälle zur Hebamme gebracht. Und ja, sind Stiefonkel quasi geworden. Patenonkel, so rum, Patenonkel, so klingt das ja. Und was wir jetzt hier machen werden, wir werden mal versuchen, natürlich mal eine ganze Mission hier zu machen. Gefängnis vom Hoe County, das werden wir uns auf alle Fälle mal zu Herzen nehmen. Ansonsten haben wir noch kleine Nebenmissionen, dass wir zum Beispiel hier das Feuerzeug-Arsenal finden. Dazu können wir auch eine Karte kaufen. Das habe ich tatsächlich erst bei dem Durchstürmen meiner eigenen Videos entdeckt, dass man eine Karte kaufen kann beim Händler. Ja, wie ulkig ist das denn, wa? Aber wir machen uns mal bereit, komm. Folgen wir dem mal. Wie wir jetzt da hinkommen, weiß ich auch nicht. Na gut. Johnny kann erstmal wieder zurückkommen. Wo bist du denn, Mäuschen? Ja. Kultisten. Kultisten, schön. Johnny, komm erstmal zurück. Unterwegs. Ist da ein Bär da hinten? Johnny. Egal. Ja, wir gehen schon mal vor. Wir gehen mal vor und da vorne. Was ist denn da? Warte, das ist meiner! Ha! Gut, die Kuh ist entkommen, die wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Ah, warte mal, hier. Was willst du denn eigentlich? Warte, 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 hallo! Hey! Angeblich wollen ein paar einheimische Pyromanen gegen den Kult kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten... Red mal zu Ende! Warte, warte! Johnny! Red ruhig zu Ende! Angeblich wollen ein paar einheimische Pyromanen gegen den Kult kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Busbrack kämpfen. Das ist ganz nah. Das ist nicht die Zeit. Oh, was war das denn? Eine Rauchgranate? Ach, guck mal, perfekt. Hier ist ein Händler. Weg, 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 weg. Dachtest wohl, du kannst entwischen? Nö. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was kaufen. Zum einen können wir mal gucken, ob wir hier Beute... Ah, nur 200. Bär und so. Ja... Mir fällt mal auf, wir haben uns doch gar nicht so richtig auf die Jagd gemacht. Nur Munition kaufen. Okay, Kleidung, Gegenstände wäre sehr wichtig. Medipack. Panzerung, geht nicht, okay. Granaten. Haben wir. So, okay. Wie legen wir eigentlich die Panzerung an? Werkzeuge. Du hast uns unsere Heimat zurückgegeben. Ja, habe ich sehr gerne gemacht.
gut, dass du diese Sekte erledigt hast. So, Johnny, komm. Wo kam das denn her? Warum kommt ihr jetzt alle eigentlich hier mit? Was folgt ihr mir denn? Ich habe selber keinen Plan. Johnny, wir müssen jetzt irgendwie nach Hope County und dann den Gefängnis stürmen. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich ein paar Peggys sein. Auf dem Weg müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir hier irgendwo ein Auto finden. Aber als Zelt ist es gar kein Problem, irgendwie ein Auto sich hier zu besorgen, tatsächlich. Guck mal, hier ist zum Beispiel eins. Das sieht sehr gut aus. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Held, Held. Hallo, ich bin Held. Hallöchen. Ist beschlagnahmt. Ich wette, du redest dir ein. Du beschlagnahmst meinen fahrbaren Untersatz nur. Heuchler. Ja, der hat mich Heuchler genannt. Also ich bin alles, aber kein Heuchler. Ich hätte ihn sowieso nie wieder den Wagen gegeben. Okay. Okay. Baum, Baum. Ja, ja. Ja, okay. Gut. 3 Kilometer. Das ist ein ordentliches Stück tatsächlich. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, um ehrlich zu sein, ob wir hier eine Schnellreise machen können. Oder ob wir versuchen, vielleicht uns irgendwie einen Hubschrauber oder so zu nehmen. Ja. Johnny, mach mal ein bisschen die Augen zu, falls sie irgendwas ist, was sie nicht gefällt. Ist Feind in Sicht? Was machst du denn da? Johnny, das ist kein Feind. Johnny. Oh. Was ist denn da? So, 2,5 Kilometer. Nee, Schnellreisen, ich hatte schon mal so ein Thema gehabt, auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Schnellreisen mache ich halt mittlerweile sehr, sehr ungern. Oh, guck mal, hier haben wir ein Lager. Komm, das Lager bestöbern wir mal ganz kurz. Das können wir ja mal befreien. Wenn wir schon auf dem Weg hier sind, bestimmt hier auf der rechten Seite. Guck mal, da vorne. Da, okay. Gut, Johnny. Okay, Handbremse ziehen. Alles klar. Du brauchst nicht flüstern, einfach schießen. Hey, was ist denn hier los? Hey, das ist eine Rettungsmission. Johnny. Doch, Johnny, du musst nur zielen. Genau. Sehr gut. In Ordnung, es geht los. Yes, Johnny, so sieht's gut aus. Wow. Johnny. Johnny, mach doch mal was. So. Okay, ich kümmere mich um die Leute, die jetzt hier gleich kommen. Wow! Johnny, alles gut? Ah, scheiße! Ich weiß, ich auch! So. Johnny, machst du das schon? So, fangt auf! Ja, Johnny, so wird's gemacht! Johnny, wir haben hier irgendwo noch... Hä? Wow, Hubschrauber, Johnny! Genau! Johnny, wenn du den triffst, du kriegst einen Döner.
Okay. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, der stürzt ab. Der stürzt gleich ab, Johnny. Oh ja, der explodiert gleich. Oh yes! Sorry, das geht nicht. Boom, Schakalakala! Wer ist der Held? Das war echt abgefahren! Unten bleiben, unten bleiben! Greenbush Düngerfabrik befreit. Oh, wie wenn ihr so eine richtige Wirtschaftsmacht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mit richtig viel Plan und Strategie haben wir es geschafft. Da war auch gerade ein... Ja, komm. Überspringen wir einfach. Haben wir schick gemacht. Okay, gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Kann schon sein, dass sich der Aufwand für diese, ja, Bruchbude nicht gerade gelohnt hat. Aber die haben mit dem Dünger tonnenweise Sprengstoff hergestellt. Deswegen ja. Deswegen ja. Vielleicht tust du mir einen Gefallen und lüftest deine Klamotten mal kurz durch, bevor du mich das nächste Mal in meiner Kirche besuchst. Was soll denn das heißen? Wir können sowieso mal gleich gucken. Wir können uns ja einfach mal ein bisschen umziehen. Ein Held braucht auf alle Fälle immer bessere Kleidung. Oder braucht passende Kleidung, sagen wir es mal so. Wir gucken uns erstmal hier so ein bisschen um. Hier ist irgendwo ein Bienennest. Riechst du das? Ist einfach nur Scheiße hier, Johnny. So riecht die Freiheit. Ah, du bist mir eine Marke, ey. Jo, Johnny, dann halt mal bitte die Waffen still. Oh, guck mal hier. Perf. Oh. Oh, schön. Plündern. Plündern. Oh, sehr schön. Was haben wir hier? Oh. Nein, 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 klettern ist nicht gut. Steigen. So. Okay. Scheiße. Geh auf. Wie kriegen wir den auf? Wir müssen, glaube ich, hier ein bisschen umschauen. Okay, das geht bestimmt gut. Warte, Johnny. Na? Ah, Schwein gehabt. Okay. Ah, alles gut. Gekonnt. Was ist hier los? Was schießen die denn? Ey, Leute! Bleibt doch mal ruhig! Wo ist ein Bär? Okay, warte, wo ist der Bär? Oh, der ist schon weggerannt. Ui, ihr Arm. Ja, sehr gerne. Wir gucken uns mal ganz fix um, ob wir vielleicht hier irgendwie die Möglichkeit haben, nach einem Code hier zu suchen. Oh, Karte ist immer gut. Kleines Lädchen. Ah, plündern, $35. Oh, wild. Das ist eine doofe Waffe. Nee, gerade wenn ich das versuche. Jetzt natürlich die Sache, brauchen wir hier irgendwie den Code? Und wenn, wo finden wir den? Okay, also nochmal ein bisschen hier umschauen. Wo könnte man so einen Code hier finden? Eigentlich nur im Gebäude. Wie habe ich den da hinten aufbekommen?
Warte mal, mit einem Schweißbrenner. Warte, mit einem Schweißbrenner gewesen? Ich glaube, es war mit einem Schweißbrenner gewesen. So, wir versuchen nochmal wieder hochzuklettern. Okay. Wir haben ja schon mal so ein Safe aufbekommen. Wir brauchten da gar keinen Code tatsächlich, sondern eigentlich nur einen Schweißbrenner, kann es sein? Ah, Mist, wo waren das kleine Häuschen gewesen? Dann können wir uns nochmal da aufmachen und dort nämlich was holen. Das ist ja auch alles wirklich, wie gesagt. Oh. Okay. Keiner. Nichts gemacht. Ja, Mann, aber unser Gewehr ist irgendwie schöner. Ist auch nicht. So. Ich bin der Meinung, wo waren hier das Schweißgerät gewesen? Nee, das war es nicht. Bitte. Ah! Money, money, money! Wer hätte gedacht, dass Scheiße so gut riechen kann? Ja, Johnny. So, okay, gut, dann werden wir uns mal verkleiden, weil für einen Superhelden gehört sich das einfach. Oh yes! So! Sehen wir dann beim nächsten Thumbnail. Okay, Johnny! Wir machen jetzt folgendes. Gute Frage. Joa, das ging gut, das ging gut. Wir werden jetzt mit dem Hubschrauber nämlich zu den einen kleinen Häuschen fliegen. Da sind wir vor zwei Folgen gewesen, auch ein paar Nebenmissionen gemacht. Und dort werden wir nämlich das Tresor öffnen. Ich weiß gar nicht tatsächlich, wo der war. Achso, im Übrigen, wir sehen jetzt so aus. wo war denn der gewesen? Silo, Silo, Silo. So weit weg kann der gar nicht gewesen sein. Die Sunrise Farm, da war es doch gewesen. Nee, machen wir mal lieber hier einen Wegpunkt setzen. Hohoho. So, Johnny, wo bleibst du denn? Johnny! Danke fürs Warten. Bist du da? Okay. Auf so einem Häuschen. Und dann geht's weiter zur eigentlichen Hauptmission. Und dann haben wir es eigentlich für die Folge auch schon wieder geschafft. Wie gesagt. Ja, passt schon. Wie gesagt, das ist halt alles. Ja, da war es gewesen. Es ist halt alles so ein bisschen. Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, Vorsicht. Hubschrauber stürzt ab. Oh, oh. Johnny. Oh, 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 oh. Nein, nein. Hui. Alles gut, alles gut. Tada, hier bin ich. Mist, das war es ja auch nicht gewesen. Wo war denn das? Das war auch mit einem roten Häuschen gewesen. War es hier gewesen? Ja. Naja, gut, da machen wir jetzt mal schon eine Schnellreise. Ein Glück, ey. Fast die ganze Farm zerstört mit dem Hubschrauber. Warum haben die das aber auch nicht mit LT und RT gemacht? Das Sinken und das Steigen. So, ab ins Häuschen. Hallöchen. Die Laurels haben uns Bescheid gegeben, dass ihr Bunker überflutet ist. Die haben ihn aufgegeben. Aber wenn wir es reinschaffen, können wir alles behalten, was wir rausholen. Oh, schön. Wir hoffentlich auf der Karte vermerkt. So, nehme ich das. Das ist fantastisch. Es kommen ständig neue Sachen hinzu. Ja, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber passt schon. Tralalalala. $250 für den Aufwand. Ja, leck mich doch. Okay, Johnny, komm, wir greifen uns jetzt hier irgendwo ein Auto. Zack! Haha! Hey, Mäuschen, was ist denn los?
Alles gut, alles gut. Hey, ganz ruhig. Alles gut, Mäuschen. So, du läufst mir aber nicht vor dem Auto. Haben wir hier ein Auto, mit das wir fahren können? Einmal bitte. Nochmal. Oh, Kleidung können wir hier. Ach nee, Kleidung können wir. Haben wir eigentlich schon soweit alles? Was ist das hier? Region, den grünen Busch. Ja, nee, das behalten wir auf alle Fälle. Munition ist voll soweit. Waffen. Wollen wir die eine Waffe wirklich benutzen? Naja, einen Spaten will ich hier nicht haben. Aber irgendwie. Uiuiuiui. Ah, wir haben auch gar nicht so viel Geld. Ach, egal. So, hat jemand ein Auto von euch? Wie weit ist denn das bis dorthin? Ah, Trecker nehmen wir nicht. Wir laufen einfach. Johnny, wir laufen. Los. Macht ruhig weiter, Küchchen. Alles gut. Was brennt denn da hinten? Oh, da brennt was. Johnny, komm mit. Ich bin bei dir, bis du was anderes willst. Okay, Johnny, ganz ruhig. Mach den Biscay fertig. Gib mir Deckung, es geht los. Ah. Ich deck dich. Ah, der verbrennt auch hier alles, das ist ja verrückt. Hey Kumpel, was machst du denn hier? Montana hat sich für mich entschieden, nicht umgekehrt. Wie bitte? Ich hab gehört, die Sekte treibt am alten Copperhead-Bahngelände wilde Tiere zusammen. Was zum Teufel haben die vor? Okay, ah. Gut, haben wir schon mal ein neues Lager entdeckt. Johnny, wir brauchen irgendwie ein Auto. Was ist langsam mit den Kühen? Die Armen, ey. Ja, wie gesagt, schnell reisen ist bei mir eigentlich nicht so. Fehlt mir mal so ein bisschen an Reiz. Ich sag mal so, wenn wir hier langsam mal ein Auto finden sollten, dann geht das relativ zackig. Wenn wir hier ein Auto finden. Kommt denn da lang? Irgendwann muss ja mal ein Auto kommen. Und wir haben ja gesagt, wir bringen Autos, die wir beschlagnahmen, auch wieder zurück. Achso. War bestimmt ein Nick gewesen oder so. Oh, ey, laufen wir jetzt die ganze Strecke? Na komm, Johnny, wir laufen. Laufen hält uns schlank. Oh, hier ist eine Straße. Okay, Johnny, die Lage ist sicher. Wir gehen hier lang. Johnny, ich hab ein Auto. Stopp. Diese Kultisten-scheiße Musik zu nennen. Verdammt, ich hab gerade ein neues Getriebe eingebaut. Ja, alles gut. Ich bring's dir zurück, versprochen. So. Bin dabei. Los geht's. Vorsicht! Und weiter geht's. Hier ist ein Fluss. Wölfe, weg da! Weg! Das ist ein wunderschönes Lied. Wow! Wow! Ey! Nein! Alles gut. Es hätte kein großes Ding sein sollen. Runter in die Welt. Mann, ey. Was war das denn für ein Verrückter? Hallo, Ma'am. Hallo, Ma'am. Sehr höflich. Warte schon, du gehst ohne mich. Nein, Quatsch. Oh, der Jeep ist aber auch nicht schlecht. Gut. Dann versuchen wir mal irgendwie frei Schnauze. Wow. Entschuldigung. Hier den Weg ein bisschen zu bahnen. Ist das ein Weg? Ah, nicht ganz. Aber das kann irgendwo hin. Oh, da ist ein Fluss. Flüsse sind nicht gut für Johnny. Ach, Johnny. Ich weiß, wie das ist. Du bist halt so. Oh, verfickte Scheiße. The Brain. Ist ein bisschen schlecht, dass du hier nicht irgendwie richtig schwimmen kannst. Mal durch. Oh, wir haben die Straße wieder gefunden.
Ja, Johnny, falls du mich fragst, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, ich hab gekehnt. Aber, ich sag mal so, in der Not frisst der Teufel Fliegen, in der Not muss man alles lernen, was geht. Wenn Apokalypse Now ist, dann musst du es einfach irgendwie können. Ich sag's immer wieder, mein Vater hat's auch schon gesagt, weißt du, wenn der Topf erstmal brennt, lern ihn auszupissen. Und schon kannst du, ja, Feuer löschen. Wo gehen wir lang? Ach nein, wir jetzt hier lang. Vorsicht! Boah! Ey, wir sind die richtige. Der heißt wie? Vorsicht! Vorsicht! Ah! Wow! 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 Ah! Abkürzung! Abkürzung! Wow! Aber wirklich eine gute Abkürzung gewesen. Ah, das ist ein Fluss. Johnny, für dich müssen wir hier irgendwelche Umwege. Oh, oh. Okay, Johnny, den Rest müssen wir laufen. Los, komm. Johnny, komm. Einfach nur schwimmen. Guck mal, hier ist nichts. Alles gut. Hä? Das ist ja ein Flugzeug. Nehmen wir das mal mit. Das könnte nützlich sein. Okay, komm. Oh, Fische! Warum hab ich das? Da haben wir das Auto echt nicht entdeckt, wa? Was ist denn hier alles? Was ist das da? Oh, Wölfe! Johnny! Die Wölfe! Johnny, denk aber an die Leute! Okay, sehr schön. Halli! Nein, Johnny, die Leute! Halli, hallo, alles okay, alles okay! Oh, der ist aber weggefetzt. Gut, Leute, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hey. Oh. Ach. Das sind Peggys gewesen. Ihr habt Gitarre gespielt. Scheiß Instrument. Okay. Johnny. Hier ist irgendwo noch ein Wolf. So. Schön. Hallöchen. Okay, okay. Nö, oder? Halb so schlimm. Was mit euch? Kann man nichts plündern? Gut. Ja. Doof gelaufen. Das ist natürlich wirklich doof. Ja, ekelhaft. Komm, Johnny, wir haben jetzt hier ein Flugzeug. Dann können wir die restliche Strecke noch mit dem Flugzeug hier machen. Immerhin müssen wir uns jetzt hier nicht irgendwie erklären, warum wir jetzt das Flugzeug hier brauchen. So, steck mal ein. Bist du denn? Legen wir los. Los, Beeilung. Das Flugzeug will gleich abheben. Okay, auf geht's, Johnny. Danke fürs Warten. Na klar, gerne doch. Okay, Houston an Tower. Wir bitten um Landeerlaubnis. Wir sind ungefähr 200, 300 Meter Höhe, steigen nochmal hoch auf 100, ne, 1500, Verzeihung, und werden dann zur Landung ansetzen. Okay, dankeschön. Johnny, guck dir die Aussicht an. Herrlich. Okay. Johnny, bei Luftlinie 700, gehen wir runter, okay? Und jetzt gehen wir runter. Sturzflug. Da, 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 da
Wow. Okay. Plätschung. Das ist aber ein Einritt. Johnny, hast du überlebt? Johnny? Hallo? Ist da draußen jemand? Hier ist Virgil Minkler aus dem Hope County Gefängnis. Wir brauchen Hilfe. Wiederhole, wir brauchen Hilfe. Ja, alles klar, wir kommen ja schon. Johnny! Falls jemand in der Nähe ist, Beeilung! Ich mich jetzt keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Okay, Johnny, es geht schon heiß her. Wo? Okay, Johnny. Gott sei Dank. Hilf uns hier mal. Ja, ja. Okay, Johnny, mach das. Das ist für meine Familie, ihr Hirngefickten. Genau, für seine Familie. Johnny, schieß jetzt. Johnny! 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 Raketen! Johnny, Raketen! Johnny, ich brauche deine Hilfe! Okay. Da ist noch einer. Oh, er lebt noch. Ah, wie viel hältst du denn aus? Scheiß drauf. Der Letzte, ich brauche einen Sanitäter. Zwei Waffen blind. Rookie. Mehr Munition. Ach du. Du lebst ja noch. Seit Tagen gegen diese Mauern und hör nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Wachst auf der Straße! Oh! Verdammt! Den geht's gut! Sonny! Den geht's gut, siehst du, hab ich doch gesagt. Rookie! Ja? Ich brauch dich auf der Mauer. Okay. Ich kletter hoch und check das mal. Nee! Der Held muss daran. Okay, Johnny! Suche mir was Besseres! Okay! Du kriegst, was du verdienst! Haha! Nein, Johnny! Hinter dir! Johnny! Scheiße! Ich muss da runter! Für Johnny! Ach, Johnny, mein Freund! Scheiße, was machst du hier unten? Ja, sehr gut. Wir kommen wieder hoch. Johnny, komm mit! Oh. Schalt den Kultisten aus! Ah, scheiße. Johnny, baller sie nieder! Sie sind an der Westmauer! Sie kommen auf dich zu! Westmauer! Westmauer? Wo ist die Westmauer? Okay, ich komme schon! Johnny, komm jetzt wieder her! Johnny! Johnny! Wow! Johnny, Raketenwerfer! Hast du das gesehen? Wir
Kommt hier hoch! Du tust mir leid, Kumpel! Haha! Ha! Okay. Johnny, du hast noch einen Raketenwerfer, das weißt du. Wo sind sie? Okay, Johnny, komm jetzt, wir brauchen dich hier. Was, sie kommen auf mich zu? Oh! Okay, ich hab keinen Überblick mehr. Johnny, wo bist du, mein Freund? Da hinten! Ha! Da fährt ein Tanker vor! Schalt ihn aus! Ah! Mach doch mal Platz hier! Der hält bloß durch! Oh, scheiße, Johnny! Hilfe! Der Truck, Johnny, ja, zieh mich hoch. Ich weiß, letzte Kraft. Johnny! Ja! Das Tor ist offen, halt sie zurück. Ah, scheiße. Johnny! Da kommt noch mehr. Los, komm, Raketenwerfer! Wir müssen diese verfickte Musik ausschalten. Die lockt die Angels hierher. Zerstört die Trucks. Haha. hallo? Johnny, hier. Die Angel-Musik kommt aus diesem Wagen. Zerstör sie. Ach. Okay. Johnny, dahinter, hinter dir. Johnny! Wow! Gut gemacht, Johnny! Ah, schon laut hier. Johnny, wir müssen... Zombies! Ah! Ich brenne! Geh weg! La 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 la! Johnny! Johnny! Da kommt noch mehr, Johnny! Johnny, Mann! Okay, bin dabei! Hör auf zu schreien! Hast du das gesehen? Johnny! Scheiße, wir sterben hier alle! Ja, gleich. Ich muss erstmal euch alle hier retten, irgendwie. Okay. Warte. Alles gut. Du bist tapfer. Noch irgendjemand? Okay. Hua! Okay, Johnny, die restlichen übernehmen wir. Okay, wie viele haben wir noch? Da oben! Thank you.
Oh, yes. Oh, das war aber ein Kampf gewesen. Oh, ich hab eine Schleuder. Oh, ich hab eine Schleuder. Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln. Und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein. Ein paar der Peggys wollten hier hoch. Die sind erledigt. Tür. Ist nicht so schlimm, das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier... Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Was ist das denn? Oh, was für eine Scheiße. Au! Verpiss dich. Schon besser. Da waren wir ein Held gewesen im Fall's End. Und jetzt sieht's anders aus. Gut, liebe Leute. Oh, was haben wir hier Schönes? Jo. Ja, gleich. Ach komm. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern, oder dir geht es wie dem Marshall. Das Bliss, es lässt dich alles vergessen. Du fühlst dich frei. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen, schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Sie haben mich gerettet. Die Cougars, das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Niemand sonst tut das. Eine Sache noch. Wir hatten einen Arzt, naja, einen Tierarzt, aber er tut sein Bestes. Er ist vor ein paar Stunden verschwunden. Keine Ahnung wie oder warum. Halt die Augen nach ihm offen, ja? Selbstverständlich. Ei, ei. Dr. Charles Lindsay. Und das machen wir alles in der nächsten Folge. Mann, 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 Mann. Wir fangen ja hier quasi von neuem an. Wie gesagt, als Held sind wir gekommen. Und als Anfänger gehen wir anscheinend hier. Ja, gut. Naja. So, Johnny, komm, wir gehen jetzt. Und euch, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, wa? Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.